Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Tobias. In diesem Video möchte ich euch gerne ein richtig schönes, frisches Mais-Knoblauchhühnchen zeigen mit ein paar Kartoffeln. Wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Bei Maishühnchen greife ich immer ganz gerne auf Kikuk zurück, denn das ist halt wirklich hervorragend, ja wie soll ich sagen, vollmundig und es schmeckt halt wirklich extrem gut. Und durch den Maisschrot, den die ja zu essen bekommen, gibt das Ganze halt wirklich noch so mal richtig schöne gelbe Farbe, nicht nur von der Haut her, auch vom Fleisch her gesehen. Und die anderen Zutaten, die zeige ich euch jetzt. Beginnt tun wir hinten mit dem Hauptdarsteller, klar, mit dem Kikuk-Hühnchen. Bisschen Salz, Pfeffer brauchen wir, logisch, das brauchen wir eigentlich immer. Kartoffeln seht ihr hier ganz viel und hier vorne haben sie so ein paar geschälte Knoblauchzehen versteckt. Kartoffeln, hatte ich vorhin schon gesagt, brauchen wir Rosmarin und dann ein Gewürz. Da könnt ihr natürlich ein Gewürz nehmen, wie ihr gerne wollt. Ich habe mich jetzt hier für das Knoblauchkräuter-Rub entschieden. Dann brauchen wir Geflügelfond und etwas Olivenöl. Bei den Kartoffeln machen wir jetzt kein Zampalo von. Selbst die Schale bleibt dran. Das sind Rillinge, da kann man die Schale ruhig mitessen. Eigentlich mag ich es auch, dass man die Schale abmacht, aber in dem Fall brauchen wir das nicht. Einfach die Kartoffeln halbieren. Und dann kommt die in eine feuerfeste Form und darin wird das jetzt gleich gewürzt. Als erstes verteilen wir erstmal den Knoblauch, den vorhin gezeigten, ruhig grob hier überall hin, dass überall so ein bisschen Knoblauch dran ist. Das gibt nämlich gleich ein richtig schönes Geschmacksbild. Dann nehmen wir etwas Gewürz. In dem Fall habe ich ja jetzt hier den Knoblauch-Kräuter-Rub von Klaus. Da ruhig ordentlich nehmen. Schön verteilen. Jetzt rühren wir im Prinzip eigentlich alles nur noch mal durch, so dass das Gewürz halt wirklich überall auch an den Schnittflächen dran ist von den Kartoffeln. Und jetzt gießen wir im Prinzip den ganzen Geflügelfond hier drauf. Richtig schön ordentlich. Das Hühnchen selbst wird nur einmal kurz geölt. Ein bisschen einölen und dann einreiben. Gewürzt wird das Ganze auch, logischerweise ein bisschen Salz, was heißt ein bisschen, könnt ihr auch richtig schön ordentlich dran geben. Denn das sorgt dafür, dass die Haut schön knusprig wird, zumindest im oberen Bereich. Und das Ganze dann noch ein bisschen Pfeffer. Auf der Rückseite und auf der Vorderseite natürlich auch. Die Innenseite würze ich natürlich auch mit ein bisschen Salz und Pfeffer, da habe ich jetzt ein bisschen was in die Hand genommen. Und dann nehmen wir einfach ein bisschen Rosmarin. Stecken den hier rein, das bringt so ein richtig schönes mediterranes Flair halt mit rein. So, und damit das jetzt hier halt wirklich hier so zusammen bleibt, müssen wir das, ja ich sag jetzt mal zum einen zusammenbinden. Dazu habe ich mir das Band, was da ja beim Kikuk bei ist, aufgehoben. Und jetzt nehme ich mir das Band und lege das mehrfach hier hinten um den Hinterteil drumherum und schon bleiben die Füße auch schon zusammen. Das hat zum einen den Vorteil, dass halt hier der Bauchbereich halt wirklich geschlossen bleibt und zum anderen, dass der Rosmarin da drin jetzt richtig schön dämpfen kann. Dazu lege ich das halt wie gesagt hier einfach mittig auf die Kartoffeln drauf. Richtig schön drauflegen. Ich habe die Flügel jetzt nach vorne genommen, weil ich mag es gerne, wenn die Flügel halt so ein bisschen knusprig werden. Von unten kriegt er jetzt die Feuchtigkeit durch den Geflügelfond. Hier liegt er noch nicht richtig. So, und das sind auch schon die Vorbereitungen. Und das wandert jetzt auf den Grill. Gegrillt wird das alles jetzt wieder auf dem Weber Smokefire. Den stelle ich jetzt auf sagenumwobene 200 Grad. Den lasse ich jetzt so langsam auf Temperatur kommen. Und in der Zeit bereiten wir die Paste für das Hühnchen vor. Für die Gewürzpaste einfach ein bisschen Olivenöl. Und zwar reichlich. In das Gewürz reinmachen. Das ist jetzt natürlich genau das gleiche Gewürz, damit wir geschmacklich auf einer Ebene bleiben wie vom Hühnchen und von den Kartoffeln. Das sollte schon reichen. Und dann einfach alles schön durchrühren. Dann wird das eine richtig schöne Gewürzpaste. Und die brauchen wir dann später, wenn das Hähnchen so kurz vorm Ende ist. Und dann bestreichen wir das damit. Das gibt dann nochmal einen richtig schönen Geschmackskick. Der Grill hat jetzt mittlerweile die 200 Grad erreicht und jetzt stellen wir einfach
das Hähnchen hier so mittig drauf, schließen den Deckel und dann dauert es circa eine Stunde. Aber wir gucken logischerweise zwischenzeitlich nochmal nach, was die Flüssigkeit sagt. Aber jetzt erstmal Deckel schließen und abwarten. So, nach einer Stunde gucken wir mal nach. Das sieht auf jeden Fall hervorragend aus. Und ja, die Haut hier oben, da fängt sie an, so leicht an knusprig zu werden. Aber wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, wir gehen jetzt einfach daher und nehmen diese Gewürzpaste und streichen damit einmal komplett das Hühnchen ein. Und dann schließen wir den Deckel nochmal und dann heißt es für eine weitere halbe Stunde, ja, sagen wir, ja doch, eine halbe Stunde, lassen wir das Ganze dann nochmal schön weiter garen. Nach gut gesehen anderthalb Stunden sieht das Ganze so aus. Wenn wir jetzt hier die Haut gucken, ja, jetzt ist es schön knusprig, richtig schön geil. Und hier ist auch so ein richtig schönes Merkmal bei Kikoch und das finde ich halt auch gut hier oben. Dieser Nupsi, der zeigt nämlich an, dass das Fleisch die schöne Temperatur hat. Und das nehmen wir jetzt runter, machen noch ein, zwei Fotos und dann heißt es probieren. Und da haben wir einen Flügel, richtig schön saftig. Und ja, für die Wissenschaft. Das ist mega saftig. Boah, und die Gewürzpaste da oben drauf. Boah, ist das geil. Ich muss nochmal. Richtig schön knusprige Haut. Mega zartes Fleisch und richtig schön saftig vor allen Dingen und eine leichte Rauchnote und das finde ich halt das Tolle beim Smokefire. Aber ich habe ja nicht nur Geflügel und ich habe hier auch noch so, ja, eine Kartoffel, die ja mitgegart ist unten drin und richtig geschmacksintensiv. Knoblauch, wow, damit hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht und ja, schmeckt geflügelig durch den Geflügelfond. Und damit das jetzt nicht kalt wird, müssen wir das schnell reingehen und essen. Alle Informationen wie immer unten in der Infobox. Das gesamte Rezept auf tobiasgrill.de. Like und Abo wäre nicht schlecht bis hierhin. Und ich würde sagen, bis dahin.